Corinne! Um Gottes Willen, was hast du? Nun sag doch, was ist los? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Meine Frau muss einen Schock haben. Reden Sie doch! Oh Gott, was ist denn geschehen? Exitus muss gleich tot gewesen sein. Ich glaube, mir wird schlecht. Schließ ihn ab. Guter Gott. Nimm doch das Absuch, der Ding aus dem Rücken! Nimm doch nichts an! Er ist ermordet. Er ist ermordet worden! Gehen Sie nicht hin! Ich bitte Sie! Der arme Junge. Der arme Junge. Kann erst vor kurzem passiert sein. Da kommt Vera, komm, das ist nicht gut. Aber das ist gemein. Ja, du glaubst doch nicht, dass ich... Er ist tot. Hab doch nichts damit zu tun. Was hattest du vor ihm zu fürchten? Ich schwöre dir nichts, du wirst doch etwas sagen. Oh. Vera, ich bitte dich. Was ist dein Mann? Der hat Schlaftabletten genommen. Die Haustür ist verschlossen. Wenn alle Türen verschlossen sind, verstehen Sie, dann war es einer von uns. Das Kind nehmen Sie sich doch zusammen. Die Küchentür. Wir müssen es versuchen. Ich gehe mit. Dann kommen Sie schon. Hier, Verleger Fräsen, Tannenweg. Sie müssen sofort kommen, es ist etwas furchtbar. Einer von uns. Ja, einer von uns. Ich glaube, es ist am besten, wir bleiben alle zusammen. Es darf nichts verändert werden, es muss alles so sein, wie wir es vorgefunden haben. Frisch benutzte Gläser müssen nachher weggeschafft werden, ebenso Aschbecher, falls jemand rauchen sollte. Sie sind ja wohl der Chef. Nimm die zusammen. Er soll sich nicht so aufspielen. Wie war das doch? Wir bleiben zusammen. Woher wussten Sie eigentlich... Ja, was bitte? Wie lange er tot ist? Blutung, Körpertemperatur, keine Leichenstarre. Warum fragen Sie? Es könnte ja auch einen anderen Grund haben. Wir halten uns alle großartig, was? Einer von uns hat es ja auch verdammt mit. Die Polizei wird gleich da sein. Ist was passiert? Ja, Frank! Und Ihr Müller, ist ermordet worden. Wie haben Sie ihn eigentlich gefunden? Was geht Sie denn das an? Ich kam zufällig hier noch mal runter und da sah ich seine Beine so komisch unter dem Tisch. Ach komm, was soll diese idiotische Quälerei? Ich habe geschrien da an der Treppe. Und jemand... Ja? Irgendjemand müsste ihn ja finden. Doch nicht hier. Es wird ihm bewiesen, dass Sie bei ihm waren. Unbegreiflich. Mit dem Kriegs. Ja, kann man denn nichts tun? Doch, sich besaufen, das kann man. Er bringt das fertig, passen Sie mal auf. Schließlich haben wir gar einen Freund verloren. Ach, Herr Matteson, es ist doch so schon schrecklich genug. Komm, gehen wir hier weg. Maria. Herr Maria. Wir müssen Sie anrufen. Ja, natürlich. Seine Frau. Wieso? Ist er, war er verheiratet? Ja. Hat denn das nicht Zeit bis morgen? Das muss ich auch sagen. Die bedauernswerte Frau jetzt mitten in der Nacht. Ja, ich denke, wir ziehen uns um. Das ist das Beste. Ihre Gläser. Oh. Erlauben Sie mir. Lass ihn, Paul, er hat doch recht. Ich verstehe es nicht. Sie müsste eigentlich zu Hause sein, ganz sicher. Ich war noch gestern Abend... Ja? Ich
war doch noch gestern Abend bei ihr. Wir treffen uns dann alle oben auf der Galerie. Ja, selbstverständlich alle. Damit sich keiner verirrt. Ich war Herr Schmesinger. Was meinst du denn damit? Wirst du schon noch hören, Paul. Ich möchte Sie bitten, sich weiter zu meiner Verfügung zu halten. Am besten da drüben in der Bibliothek. Die Nacht wird wohl lang, Herr Kommissar? Ich fürchte ja, aber das liegt doch bei Ihnen. Herr Kommissar, da ist die Bar, bitte sich nach Belieben zu bedienen. Danke. Alle zusammen, Chef? Ist das gut? Sie haben ihn ja wohl nicht gemeinsam umgebracht, oder? Naja, trotzdem, Sie könnten sich absprechen. Dazu hatten Sie Zeit genug. Sehr gesprächig waren Sie bisher nicht. Ein Fass Whisky, Bridge und dann nach dem Motto, wer im Bett liegt, ist ein braver Mann. Was hatten Sie denn erwartet? Och gut, einen ganz normalen, gemütlichen Abend. Und das bleibt dann davon übrig. Die Türen waren von innen verschlossen. Also war es einer von Ihnen? Oder sollte so aussehen? Man muss ja völlig ahnungslos gewesen sein. Das muss noch im Labor untersucht werden. Das ist ein Schlafmittel? Die Mattisons gingen früher nach oben als die anderen. Der letzte war Friesen. Er hatte mit Wöhler noch ein geschäftliches Gespräch. Nachts um 23:30. Gefällt Ihnen das? Fangen wir mal an. Immerhin, er war der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Wieso der Letzte? Das sage ich ja. Jede harmlose Kleinigkeit bekommt auf einmal ein falsches Gewicht. Wenn Sie bloße Verdächtigungen für sinnvoll halten, meinetwegen. Es bleiben doch Tatsachen. Und die Polizei ist schließlich hier und... Herr Friesen, bitte. Ja? Ja, die harmlosen Kleinigkeiten. Wir werden uns an manches erinnern müssen. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Nein, das haben Sie nicht. Keiner von uns. Aber fragen wir doch zuerst mal, wer hatte die Möglichkeit, ihn zu töten? Lassen Sie ihn doch den Maigret spielen. Er war ja vorhin schon groß in Form. Finden Sie? Die Sache ist zu ernst, gnädige Frau. Ausgezeichnet, Vera. Dann kommen wir beide nicht in Frage. Wieso nicht? Meine Frau kann bezeugen, dass wir oben die ganze Zeit zusammen waren. Das ist gut. Das wäre das erste Alibi. Nein, nein, Herbert. Erlaube mal, Vera. Ich war müde und du gingst noch auf den Balkon. Ich bin dann eingeschlafen. Ich wollte dich nicht wecken. Ihr Pech. Sie haben es dann ja auch verschlafen. Ich habe noch eine Schlaftablette genommen. Vera, willst du etwa damit sagen? Du hättest noch nach unten gehen können. Aber ich genauso, während du schläfst. Also kein Alibi für uns. Wie schade, dass Sie getrennt schlafen. Sonst wären wir jetzt fein aus dem Schneider, was? Es gab Streit, hm? Streit? Hm? So würde ich es nicht nennen, nein. Herr Friesen, wir haben ja einen Mord aufzuklären. Sie und Ihre Gäste waren bisher keine große Hilfe. Ich möchte eine eindeutige Antwort. Sie haben Herrn Wöhler gestern Abend zur Rede gestellt, weil er diese Liebnang-Affäre wieder aufgreifen wollte. Ja, William war nicht mehr ganz nüchtern, er wollte nichts zurücknehmen. Ja, das hätte Sie in Schwierigkeiten gebracht. Ja. Corton ist ein Mann von großem Einfluss. Naja, da kommen wir der Sache schon näher. Wie große Schwierigkeiten? Also, geschäftlich ein ziemlicher Ruin. Was denn, das nennen Sie Schwierigkeiten? Wöhler bestand also auf dem Fall. Ja, er ließ sich nicht umstimmen, er sagte nun erst recht. Aber schließlich war es doch nur ein erstes Gespräch. Es war das letzte, Herr Friesen. Ist Friesens finanzielle Situation wirklich so ernst? Er hat es mir selbst gesagt. Aber deswegen bringt er doch nicht seinen besten Autor um, das ist doch absurd. Ja, er hat noch mit ihm gesprochen. Das wollten andere auch. Allerdings, Frau Mathiesen. Moment. Was wollen Sie damit sagen? Was sollen diese Anspielungen? Nur Tatsachen zählen. Dazu gehört beispielsweise Ihre heftige Auseinandersetzung mit Ihrer Frau heute Nacht. Oben. Wie lieb. Schlesinger, der Lauscher. Das war nebenan nicht zu überhören. Ach, Herr Mathiesen, davon hatten Sie uns bisher nichts erzählt. Ja, das geht auch niemand etwas an. Oh, doch, jetzt schon. Um was ging es? Um unsere Scheidung. Herr Corton kam nach dem Mord als Letzter herunter, später als seine Frau. Ja. Er sagte, er habe eine Schlaftablette genommen.
Ich habe gehört, dass das Wasser hier nicht... Ja, das schmeckt scheußlich, das ist zu eisenhaltig. Deshalb auch die Kästen mit Mineralwasser in der Küche. Herr Korten ging auch vor dem Mord als Letzter hinauf. Vor Ihnen. Nahm er sich da was zu trinken mit? Na gut, oh Gott, nein. Es war ohne dies ein langer Abend, Sie verstehen. Hm. Ach, Kron. Sehen Sie dich doch. Sehen Sie sich doch hier nochmal um, ja. Ist gut, Chef, ja. Herr Korten hatte sich an dem Kries verletzt, also wusste jeder, wie gefährlich er ist. Außer Bartok, der kam ja später, nicht? Ja, von ihm hatte ich die Waffe gekauft. Ah ja. Der größte Teil meiner Sammlung stammt von ihm. Eine letzte Frage, Herr Fräsen. Wer wusste, dass Herr Wöhler hier draußen wohnt? Niemand. Außer seiner Frau natürlich. Er wollte hier ungestört sein. Oh nein, mein Lieber. Soviel ich weiß, haben Sie Ihr Unternehmen mit dem Geld Ihrer Frau aufgebaut. Und bei einer Scheidung... Scheidung. Wie oft sagt man das auch hin? Das war das erste Mal. Und mein Ernst, Harald. Fein, dass du mir in den Rücken fällst. Ich habe es jedenfalls nicht ernst genommen. Tut mir leid, Chef. Ich habe es schon glatt übersehen. Keine Flasche im Zimmer. Im Bad auch nicht. Herr Korten, bitte. Korten hat ganz recht. Sie, Herr Mathiesen, hatten ein Motiv. Verdächtig sind wir alle. Mit Unterschieden. Sehr richtig. Im Ernst glaubt davon niemand, dass ich oder meine Frau diesen armen Menschen umgebracht haben. Herr Korten. Ich? Ja, darf ich bitten? Ja, natürlich. Jeder von uns verschweigt etwas. Ja. Wir wissen alle, dass jeder eine Möglichkeit hatte und manche ein Motiv. Manche? Wer eigentlich nicht? Jedenfalls ist es furchtbar, was hier geschehen ist. Ich hätte nie gedacht, dass einer hier aus unserem Kreis... Selbst ich könnte es gewesen sein. Ja, Sie auch. Der Druckauftrag. Ja. William ließ nicht mit sich reden. Er wollte nichts ändern, nichts weglassen. Es hätte mich ruiniert. Ist auch ein Motiv. Ich habe übrigens heute Nacht seinen Vertrag gekündigt, Schlesinger. Ja, so feige kann man sein. Hatten Sie einen Zeugen bei dem Gespräch? Nein. Er hat übrigens auch von Ihnen gesprochen. Sie wären eine wundervolle, gefährliche Frau. Was hat er damit gemeint? Sie wollten also nicht nochmal mit ihm sprechen? Natürlich nicht. Aus welchem Grund auch? Weil der Wöhler gestern von neuen Beweisen gesprochen hat. Keine Provokation. Es gibt keine. Und wenn doch, Herr Korten? Die Liebknack-Affäre ist längst geklärt. Von höchster Stelle. Sie hat absolut nichts mit dieser Sache zu tun. Bitte, Herr Korten. Sie sind also kurz nach 11:30 nach oben gegangen. Mit meiner Frau und Bartow. Sie waren nicht nochmal unten? Nein. So, das ist dann ja wohl alles. Herr Korten, Sie hatten doch ein Schlafmittel genommen. Dieses Glas hier stand auf Ihrem Nachttisch. Die chemische Analyse steht noch aus. Wir sind sicher, dass es Mineralwasser ist. Ich verstehe nicht. Ach ja, richtig. Fräsen hatte uns vor dem Leitungswasser gewarnt. Ja, nur die Flasche, Herr Korten, die fehlt in Ihrem Zimmer. Sie müssen Ihr Glas in der Küche gefüllt haben. Hier unten, Herr Korten. Peinlich, meine Herren. Sehr peinlich. Ich hätte es gleich sagen müssen. Wann waren Sie denn noch einmal unten in der Halle? Wie bitte? 10:50. Und Sie haben mit Wöhler nicht gesprochen? Oh Gott, behüte. Aber er muss mich gehört haben, als ich aus der Küche kam. Er sagte, Corinna, bist du's? Ich war in Pyjama und machte, dass ich nach oben kam. Ja, Sie können erst mal gehen, danke. Danke. Frau Mathiesen und Wöhler. Überlegen Sie mal. Corinna, bist du's? Sie war also mit Wöhler verabredet. Ja, und wenn Korten das nicht erfunden hat, um selbst eine reine Weste zu behalten? Das glaube ich nicht. Aber wenn er hier unten war, dann musste er damit rechnen, dass sie jeden Augenblick herunterkommt. Ja, wenn es stimmt, was er sagt. Jetzt, Frau Mathiesen, hm? Nee. Herr Schlesinger. Herr Schlesinger. Das ist doch eine Elektrolyt-Affäre. Herr Schlesinger, bitte. Tut mir leid, Herr Mathiesen, aber ich musste es dem Kommissar sagen. So ist es wahr, Corinna. Darum warst du unten. Das ist doch jetzt ohne jede Bedeutung. Oh nein, dann bin ich die Nummer 1 auf der Liste.
Eifersucht ist ein klassisches Motiv. Waren Sie eifersüchtig? Es wird wohl keinem gleichgültig sein. Aber es war ja nicht das erste Mal. Sehr galant, mein Freund. Halten Sie Ihren Mann für den Mörder? Wenn Sie mich fragen, Schlesinger. Er hat William gehasst. So wie er mich hasst. Warum sollte er dich? Ach so. William hat ihn gestern bis aufs Blut gereizt. Wie stehen eigentlich Schlesinger und Frau Höhler miteinander? Oh, er verehrt sie sehr. Aha, ja. Verehrt sie sehr. Schon allein deshalb ist es ausgeschlossen, nein. William hat seine Frau nicht geliebt. Wahrscheinlich hat ihr das Leben zur Hölle gemacht und jetzt wollte er ganz von ihr weg. Schlesinger hat ihn gestern noch mal gestellt, nachts. Beide waren sehr erregt. Jedenfalls wollte sie ihn nicht freigeben. Sie war strikt gegen Scheidung. Ja, dann wäre immerhin denkbar, dass Schlesinger im Affekt, ich meine nur, warum wollte er dann Frau Höhler benachrichtigen? Warum wohl? Also wie war das? Schlesinger rief, wir müssen Maria anrufen. Jemand sagte, ja, seine Frau. Du, Paul, warst dagegen. Ja, und ich bin auch dagegen, dass wir hier in Schlesingers Abwesenheit sind. Das ist doch unfair. Darf man einmal sehen, gnädige Frau, oder haben wir Geheimnisse? Aber nein, keineswegs. Es wusste doch niemand, dass William verheiratet war. Außer Friesen und mir. Und Frau Mathiesen natürlich. Natürlich. Wie ernst waren denn die Beziehungen zwischen Frau Mathiesen und Wöhler? Sie hat diese Ehe kaputt gemacht. Noch vorgestern war William zur Versöhnung bereit. Er wollte mit Maria... Er wollte mit seiner Frau verreisen. Und dann war sie wieder hier und... Hatten Sie eine Auseinandersetzung mit ihm? Ja. Ihretwegen. War bei dem Gespräch jemand dabei? Lassen Sie mich mal nachdenken. William und ich standen hier. Und Frau Mathiesen war dort an der Bar. Das muss gleich am Anfang gewesen sein. Ja, natürlich. Sie muss von dieser Reise gehört haben. Ja, was Sie da andeuten, ist ziemlich hart. Ich berichte nur Tatsachen. Und Tatsache ist auch, dass sie mit ihm hier unten verabredet war, und zwar um Mitternacht. Sie wussten also auch davon. Na, immerhin herzlichen Dank, dass Sie uns das jetzt wenigstens mitteilen. Hören Sie, ich habe nichts gegen diese Frau. Sie belasten sie nur schwer. Rendezvous am Tatort zur Tatzeit und als Motiv die geprellte Geliebte. Aber so war das nicht gemeint. Danke. Welch ein Glück, Chef. Da haben wir endlich einen lieben, verantwortungsbewussten Mitbürger. Seit wann können Sie denn ironisch sein? Bis kurz vor 12 streitet sie sich oben mit ihrem Mann und dann kommt sie runter und bringt ihren Scheidungsgrund um. Aber das ist doch einfach absurd! Herr Schlesinger, Ihr Interesse an Frau Höhler war nicht zu übersehen. Ich verwahre mich dagegen, dass Maria in diese abscheuliche Geschichte hineingezogen wird. Zur Erregung besteht doch gar kein Grund. Wir sprechen es nur durch. Es kommt jeder an die Reihe. Sie hatten gemerkt, wie wenig Hoffnung bestand und wollten Frau Böhler vor ihrem Mann schützen. Ein ehrenwertes Motiv. Ich gebe keine Antwort mehr. Eines muss ich noch fragen. Weshalb wollten Sie heute Nacht noch einmal heimlich mit Maria telefonieren, als wir alle schon in unseren Zimmern waren? Aber sie hatte doch ein Recht darauf zu erfahren, dass er tot war. Hören Sie mal, Menschenskind, das nimmt Ihnen doch keiner ab. Ja, aber schließen Sie daraus, Doktor? Er könntest du noch eine Frau? Ja. Dr. ist Tietz in der Nähe? Ah ja, bitte. Ja, Tietz, wie steht's denn mit der Mordwaffe? Ja. Aha. Ja, was? Ja, wir machen ein Nickerchen, Sie witzvoll. Wöhler war gleich tot. Der Doktor hält es deshalb für möglich, dass der Täter medizinische Kenntnisse hatte. Muss aber nicht sein, sagt er. Er tippt auf einen Mann, schließt aber eine Frau nicht aus. Das Einzige, was er mit Sicherheit sagen kann, Exitus erst nach 12. Der gute Doktor, zuverlässig wie ein Starfighter. Was denn mit Fingerabdrücken? Keine Fingerabdrücke auf dem Kries. Also gar nichts. Dann ist der Griff abgewischt worden. Aha.
Naja, na, zumindest die von Korten müssen noch drauf sein. Er hat den Kries gestern angefasst. Ja, bitte. Herr Kommissar. Herr Kommissar, ich glaube, ich habe etwas entdeckt. Ach, Herr Kohn hat noch ein paar Fragen an Sie. Lassen Sie sich nicht stören. Wir versuchen nur Ihre Arbeit zu machen, Herr Kommissar. Das ist von Ihnen, Herr Schlesinger. Ich habe auch erst gedacht, es ist nichts, aber darf ich bitte? Bitte. Jemand muss heute Nacht das Fenster zugemacht haben. Denn der Stempel ist von vorgestern. Also kann der Brief erst gestern hier hingelegt worden sein. Du meinst also, es war gestern offen, Vera? Ja, natürlich. Natürlich, wir hatten ja nur die Türen kontrolliert. Ja, gut, oh Gott, dann war es vielleicht doch keiner von uns. Das Fenster wurde von innen zugemacht. Sie haben recht. Aber warum nachts? Das könnte ja auch am Tag gewesen sein. Nein, am Tag hätte man den Brief nicht aus Versehen eingeklemmt. Es muss nachts in dem Zimmer dunkel gewesen sein, nicht wahr? Ich habe William geliebt. Sie wussten doch, dass er sich mit seiner Frau versöhnen wollte. Sie war mit ihm verabredet und Sie haben ihn dann auch gefunden. Aber er war schon tot. Ja, na, das sagen Sie. Wie haben Sie ihn denn gefunden? Von der Treppe aus. Ach, kommen Sie doch mal bitte, ja? Kron, nehmen Sie doch mal die gleiche Stellung. Nein, nicht bitte. Hier nicht. Nehmen Sie doch mal die gleiche Stellung an, die der Tote hatte. Ja, ist gut, Chef. Hände, ja. Im Kopf. Ja. Wo haben Sie gestanden? Da. Sehen Sie hinüber. Also bitte. Ich kann nicht. Das müssen Sie doch verstehen. Das ist dieselbe Beleuchtung und alles. Sie konnten ihn von hier gar nicht sehen. Bis wohin sind Sie gegangen? Ja, warum gehen Sie nicht weiter? Bis zu dem Sessel, da waren Sie doch! Das können Sie mir nicht beweisen, ich habe nichts angefasst! Aber er war schon tot. Wer hätte mir denn das geglaubt? Ich bin zurückgelaufen und... Das kann ich so sagen. Ich habe jemanden gesehen da oben. Ach, wen denn? Das weiß ich nicht. Es war dunkel, ich hatte Angst. Sie müssen mir glauben, ich war wie gelähmt. Kommen wir nochmal auf gestern Abend. Ja. Wöhler hatte eine Auseinandersetzung mit Korten. Ja. Und dann mit Bartow. Es ging um irgendeinen medizinischen Fall. William hat sich ziemlich blamiert. Er war wütend. Schlesinger sagte, sei Wöhler nachgegangen in die Bibliothek? Ja. Warten Sie mal, das war merkwürdig. Es ist gleich 4 Uhr. Die Sonne geht schon bald auf. Nach links. Es war dicker. Ja, so ungefähr das.
Da hatten Sie ruhig Platz, Herr Bartos. Wöhler war ganz verändert, sagten Sie. Ja, so als hätte er etwas Wichtiges entdeckt, irgendeine fantastische Geschichte oder so. Danke. Darf ich Sie bitten, Frau Koch? Verstehen Sie das? Moment. Einmal. Keine Ahnung. Ich sehe nicht. Der Kreis ist fast geschlossen. Sie schnüffeln in fremden Papieren. Moment. Moment, meine Herrschaften. Vielleicht habe ich die Lösung. Das Fenster hat mich darauf gebracht. Die Möglichkeit, dass jemand von außen... Wieso? Was ist mit dem Fenster? Stand in der Nacht offen. Ach. Ja, Herr Friesen. Ja? Sagen Sie, war bekannt, dass Herr Wöhler hier draußen wohnt? Nur noch seine Frau. Ja gut, dann könnte man ja annehmen, sie hat erfahren, dass sie von ihrem Mann betrogen wird. Was soll das heißen? Wollen Sie etwa Maria verdächtigen? Lassen Sie Bartow ausreden, Schlesinger. Sie kommt hier herausgefahren, wartet, bis er allein ist, stellt ihn zur Rede. Ihr wird sehr bald klar, dass da gar nichts mehr zu retten ist. Und da ist es dann passiert, ja, im Affekt. Ja, und nun zu Ihnen, Herr Schlesinger. Als wir da drüben Herrn Wöhler tot fanden, da hatten Sie doch genau den gleichen Verdacht. Sie waren so hektisch. Sie wollten den Kries herausziehen, um eventuelle Fingerabdrücke zu verwischen. Natürlich. Deswegen hat er auch die Türen kontrolliert. Nur wenn einer aus dem Hause der Mörder war, dann war Frau Wöhler außer Verdacht. Deshalb haben Sie auch angerufen. Ja. Sie wollten ja ein Alibi verschaffen. Ja, aber sie war noch nicht zu Hause. Und sie konnte ja auch nicht wissen, dass der Mord so rasch entdeckt wurde. Und darum, Herr Schlesinger, haben Sie sie auch ein zweites Mal heimlich anzurufen versucht. Und das Fenster? Ja, einen Moment. Herr Schlesinger, Sie konnten also Frau Wöhler nicht erreichen und nun mussten Sie sicher gehen. Um ihr zu helfen, versteht sich. Sie haben das Fenster offen gefunden. Und Sie haben es zugemacht. Das ist doch eine Infam, eine ganz hinterhältige Beschuldigung! Entschuldigung. Was schreien Sie denn so? Sie sind doch der feine Kavalier in dieser Geschichte. Nur um hier jemand reinzuwaschen, wird Maria verdächtigt. Sie sollten Sie mal fragen, Herr Kommissar, warum sie die ganze Zeit gelogen hat. Auf der Treppe gestanden. Sie ist zu ihm hingegangen. Herr Kommissar, er war auf der Galerie. Ja, ich habe sie gesehen. Sie waren bei ihm. Ich weiß. Wie lange war sie denn bei ihm? Bitte? Nur kurze Zeit. Was wurde gesprochen? Nicht sie, kam ja gleich wieder zurück. Lassen Sie mich gehen, ich will weg von hier. Sie bleiben. Und Sie, Frau Mattison, sollten sich bei ihm bedanken. Er hat Ihnen ein prächtiges Alibi verschafft. Auch wenn er es nicht vorhatte. Also, Frau Mattison, können Sie streichen. Ach, das kam sowieso nicht in Frage. Sie wollte William ja schließlich haben. Na, wenn Sie einen Verdacht haben, dann müssen Sie ihn sagen. Hm? Ich kann ja nichts beweisen. Außerdem würde es Sie irritieren und voreingenommen machen. Sie wollen es uns also nicht sagen? Ich werde es Ihnen sagen, bestimmt. Aber noch gibt es eine Chance. Dass der Täter sich selbst stellt? Nein, ich glaube nicht, dass irgendjemand aus diesem Kreis diese Chance wahrnimmt, aber dass wir den Mörder finden, Herr Kommissar, bevor ein neues schreckliches Unglück passiert. Bitten Sie Herrn Bartow zu mir. Haben Sie das nicht schon mal gelesen, Chef? Wir, hat sie gesagt. Wie Agatha Christie persönlich. Ja, das ist genau ihre Absicht. Aber ohne mich, liebe Frau. War es schlimm, mein Liebes? Wir können unbesorgt sein. Herbert, der Kommissar, lässt dich bitten. Hast du was gesagt? Was ist denn? Oh, dann bin ich der Letzte. Ist das nun gut oder schlecht? Meine Herren, ich glaube, wir sollten vorstellig werden, diese Verhöre zu verschieben. Du bist müde, Bea. Ja. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee, Corinna? Ja, Corinna, würden Sie mir helfen? Ja, natürlich. Ja. Wir können besser dadurch gehen.
ekelhaft. Die Flecken auf den weißen Westen kommen durch. Sie sind William sehr ähnlich. Warten Sie. Dann ist besser das. Was wollen Sie denn von mir? Ohne Dieter. Warum haben Sie gerade heute Nacht von Ihrem Mann die Scheidung verlangt? Ich hatte es satt. Bei mir sollte wenigstens reiner Tisch sein. Darum. Aber William. William war ein Feigling. Nein, feige war er nicht. Haben Sie mit Ihrem Mann über Williams Frau gesprochen? Natürlich nicht. Die hat mich doch gar nicht interessiert. Sie wissen, wer es war? Wir haben alle das Zuhören verlernt. Wer? Wir machen ihn recht stark, nicht wahr? Nee, ums Himmels Willen. Es ist doch schon ein Mord geschehen. Weil einer zu viel wusste. Meinen Sie das? Es dauert etwas lange, meine Damen. Wir müssen nämlich vermeiden, dass der Kommissar misstrauisch wird. Dann lassen wir das. Wie meinen Sie das, Herr Kommissar? Der Herr Wöhler war immerhin sehr aufgebracht. Puh, ist doch kein Wunder. Ich hatte ihm sozusagen ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Dieser junge Mensch besitzt hier eine aggressive Arroganz wie die meisten jungen Leute heutzutage. Immer im Dreck wühlen. Immer Negatives. Worum ging es denn? Ach, das Unwesentliche. Übrigens, Wöhler hatte von Medizin nicht die geringste Ahnung. Worum ging es? Um einen Fall Dr. Besser. Rauchen Sie? Nein, danke, nur Zigarren. Dr. Besser. Ach, ist eine ganz alte Geschichte. Herr Kommissar, wir haben uns hinterher wieder ganz prächtig verstanden. Tja, es wäre vorerst alles. Wie bitte? Hatten Sie denn mehr erwartet? Dr. Besser, Dr. Besser. Da war doch was. Auf dem Lehrgang. Oberkommissar Zimmer war mein Lehrer. Zimmer weiß alles. Haben Sie gemerkt, Chef? Bartow raucht nicht nur Zigarren. Heute Nacht der Zigarette grapschen. Ach, Sie denken an den Ascher auf dem Mottisch? Aha. Mhm. Mhm. Der Sinn dieser geschlossenen Gesellschaft ist ja wohl, dass keine geheimen Absprachen stattfinden. Herr Mathiesen, bitte. Ich glaube, sie weiß, wer es war. Sag mal, Vera, stimmt das? Nein, nein, Paul. Ich habe mir nur wie jeder von uns Gedanken gemacht. Ah ja, ja, ich erinnere mich. Aha. So. Also, welches ist Ihr Zimmer? Dieses. Was denn? Ich denke, das hat Ihre Frau. Sie verträgt die Morgensonne nicht. Mhm. Sie mussten durchs Bad, um auf die Galerie zu kommen. Ihre Frau muss schon sehr laut geschrien haben, wenn Sie das da hinten hören konnten. Ja, ich war im Badezimmer. Sie haben also gehört, wie Ihre Frau nach unten ging? Nein, ich wäre ihr nachgegangen und hätte dann ja Schlesinger treffen müssen. Nein, ich weiß ja nicht mal, ob irgendein Zusammenhang besteht. Aber ich danke dir jedenfalls, ja. Und sei nett und schau dir die frühe Stunde. Ja, 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 wieder. Ich möchte Sie etwas fragen, Herr Kommissar. Ach, wissen Sie, bisher hat hier jeder einen anderen verdächtigt und entsprechend gefärbt waren die Aussagen, aber bitte fragen Sie nur. War Wöhler sofort tot? Wie kommen Sie denn darauf? Bartow sagte es. Er hat den Toten untersucht. Wie ein Fachmann, würde ich sagen. Er wusste auch die Todeszeit. Kurz bevor meine Frau es entdeckte. Stimmt das? Ach, das ist sehr interessant. Auch bei dem Streitgespräch ging es um medizinische Dinge. Mir ist es erst nach dem Mord aufgefallen, aber Wöhler muss sofort etwas gemerkt haben. Sie haben doch da was von einem medizinischen Lexikon erzählt. Ja, ja, ja. Ja, nicht nur das. Ich will Ihnen niemand verdächtigen, aber wir haben auch drüben schon darüber gesprochen.
Bartow wollte doch am selben Abend fort. Wann hat er sich eigentlich anders entschieden? Als Wöhler sagte, er habe neue Beweise. Was denn? Über den Besserfall? Kron, verdammt nochmal. Das Manuskript. Was suchen Sie denn? Das Manuskript. Was suchen Sie, das Manuskript? Wöhlers Manuskript. Das ist doch unglaublich, Herr Kommissar. Warum sollte das verschwunden sein? Ja, warum wohl, Herr Bartow? Sie müssen sich irren, Herr Kommissar. Das ist eine Katastrophe. Sie glauben, es wurde gestohlen? Ja. Und wir haben jetzt auch das Motiv. Wöhler musste sterben und die Papiere verschwinden, weil sie einen von Ihnen belasteten. Ja, es muss etwas da sein. Ich habe doch hier mit ihm gesprochen. Hier an diesem Tisch. Er hat sich noch Notizen gemacht. Wissen Sie, was er schrieb? Nein, er hat es mit der Hand abgedeckt. Kron, Zimmer durchsuchen. Ja, bei Wöhler anfangen. Das passt nicht in Ihr Konzept, was? Nein, überhaupt nicht. Wie gut, dass ich nichts gesagt habe. Na? Nix. Lass mal Licht in die Bude. Mhm. Auch einen? Das ist ein Chef im Dienst. Vera Korten. Sie verschweigt etwas. Etwas Wichtiges. Hm. Vielleicht will sie ihren Mann schützen, hm? Schlesinger. Haben Sie eine Zigarette? Ja. Schlesinger, ja. Er stand oben auf der Galerie. Zu das Risiko, wenn er der Mörder war. Danke. Jeder konnte ihn entdecken. Denken Sie an Wöhlers Frau. Tietz hat noch nicht die Alibi überprüfen können. Mhm. Darauf kommen wir noch. Ah. Fräsen. Fräsen können Sie streiten. Chef. Fräsen lag doch alles daran, dass das Buch nicht erscheint. Jedenfalls nicht so, wie es Wöhler vorhatte. Ja, aber er hat drüben mit ihm gesprochen, nicht hier. Ja, der Gott, Sie können doch nach hierher gegangen sein. Ja, drüben hat das doch viel leichter. Außerdem hier hätte er überrascht werden können. Nein, nein, das Gespräch war früher. Wöhler hat ja danach noch gelebt. Na ja, dann kam er diesen auch weg. Der hatte von dem Buch nichts zu fürchten. Nein, Fragezeichen. Immerhin war seine Frau mit Wöhler liiert. Naja, bleiben Bartow und Herr Korten. Korten streichen Sie mal auch. Die Tatzeit war mit Sicherheit nach 12. 10 vor war Korten unten. Ja, das wissen wir doch nur von ihm, Chef. Corinna, bist du's? Nee, Kron. Das ist echt. Aber Wöhlers Buch. Korten wäre doch politisch völlig erledigt. Es gab noch jemanden, der Angst davor hatte. Haben musste. Dr. Besser. Lesen Sie mal Zimmers Erinnerungen an den Fall. Hm. Was denn, Kron? Im Dienst? Oh. Ja, bitte, selbstverständlich, aber ich habe nur meinen Führerschein bei mir. Vor 9 Jahren ausgestellt. Meine Herren, ich habe Ihnen eine Erklärung abzugeben. Dazu hatten Sie Zeit genug. Zur Abwechslung wollen wir Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Herr Kommissar, ich habe mit dem Mord nichts zu tun, ich schwöre es Ihnen. Als Sie vorhin feststellten, dass das Manuskript verschwunden war, da war mir klar, in welcher Lage ich... Das war doch eine Falle, Herr Kommissar. Ist das Ihre ganze Erklärung, Herr Dr. Besser? Ach so.
Von wem? Woher wissen Sie? Sie waren zweimal zu gut, Doktor. Das erste Mal, als Wöhler Ihren alten Fall ins Gespräch brachte. Das muss ein ziemlicher Schock für Sie gewesen sein. Aber Sie hatten sich schnell wieder gefangen. Sie konnten nur mit Ihrem medizinischen Fachwissen nicht hinter dem Berg halten. Und zum Zweiten, als Sie den Toten untersuchten, Ihre Diagnosen waren richtig. Die konnte nur ein Fachmann stellen. Sie haben sich selbst verraten, Doktor. Ja, haben Sie bitte mal eine Zigarette für mich. Danke. Woraus haben Sie eigentlich geschlossen, dass Wöhler erst kurze Zeit tot war? Das ist doch ganz einfach. Vor allem aus dem frischen Zustand der Blutung. Es war ungefähr 5 Minuten her. Vor 11 Jahren war Ihr Prozess. Ein Jahr später haben Sie dann hier Ihr Geschäft eröffnet, unter einem anderen Namen. Ja, ja, das ist ja alles ganz richtig, aber ich hatte eine amtliche Genehmigung, meinen Namen zu ändern. Ja, das werden wir überprüfen. Übrigens, Sie wissen doch, dass Sie die Aussage verweigern können. Soll das heißen, dass ich mich für... Ja. Damals tauchte Dr. Hans Besser unter und Dr. Herbert Barthoff auf. Das spricht nicht gerade für ein reines Gewissen. Ach, Gewissen? Gewissen, was verstehen Sie denn davon? Ich konnte nicht mehr Arzt sein. Nach allem. Der Prozess, Freispruch, ja, aber mangels Beweisen. Sie haben doch keine Ahnung, was das heißt. Spießrutenlauf, mein lieber Herr. Vor allem bei den lieben Herrn Kollegen. Und für die Leute war ich ja sowieso der Mörder seiner Frau, der sich... Sie herausreden konnte. 10 Jahre lang haben Sie sich sicher gefühlt. Alles war längst vorbei, bis gestern. Wöhler hatte Verdacht geschöpft. Er hatte Sie einladen lassen und Sie sind ihm ins Netz gegangen. Sie wollten gestern Abend eigentlich gleich wieder weg, geschäftlich, hm? Ja, aber Sie sind geblieben, als Sie erfuhren, dass Wöhler Ihren alten Fall wieder aufgreift, dass er neue Beweise hatte. Da mussten Sie handeln. Wöhler musste sterben und seit die Beweise verschwinden, bevor Sie anderen bekannt wurden. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Hat auch keinen Grund, Wöhler umzubringen. Mein Gott, sehen Sie denn das nicht ein? Das werden wir wissen, wenn wir seine Unterlagen kennen. In jedem Fall waren Sie in Gefahr, entdeckt zu werden. Ich gebe zu, es wäre gut gewesen. Ich hätte gleich gesagt, dass ich Doktor Besser bin. Kennt außer uns noch jemand Ihren wahren Namen? Aber ja, natürlich. Ich hätte es doch gar nicht riskieren können. Ist diese Person da drüben? Ja. Dann fragen Sie sie. Ja, gehen Sie rüber und fragen Sie sie, wen Sie für den Mörder hält. Sich so. Ja, gehen Sie schon. Warum haben Sie uns eigentlich nicht gleich gesagt, dass Sie Doktor Besser sind? Ist das so schwer zu begreifen, Herr Kommissar? Mein Prozess wäre wieder aufgerollt worden. Das hätte ich niemals durchgestanden. Dazu bin ich zu alt. Darum habe ich gespielt. Aber Wöhler wollte es sagen. Und deshalb mussten Sie ihn beseitigen. Hm? Das müssten Sie mir erst einmal beweisen. Was denn? Chef, Sie lassen ihn laufen? Er ist uns sicher, Kron. Überlegen Sie mal, das Fenster, es war geschlossen. Barthoff hätte es offen gelassen. Ihm musste daran liegen, dass es jemand von draußen gewesen sein konnte. Da war irgendjemand zu tüchtig. Außerdem hat er mich auf etwas gebracht. Denken Sie mal an die Tatzeit. Warum so aufgeregt, Doktor? Jeder von uns konnte sehen, dass Sie sehr gut Bescheid wissen. Ja, ja, abends. Und vor allem, nachdem es passiert war. Ja, das war auffallend. Sie hatten im Krieg ja auch im Lazarett gearbeitet. Was und wer sind Sie, Doktor? Sag mal, Herbert, stimmt das? Du hast nie von früher erzählt. Ich habe noch eine Frage an Sie. An Sie alle. Sind Sie nach der Entdeckung des Mordes gemeinsam nach oben gegangen? Wieso ist denn das wichtig? Ich meine, da war William doch schon tot. 10 vor 12 hat er noch gelebt. Ihre Aussage, Herr Korten. Ja. 12:15 haben Sie ihn gefunden, Frau Mathiesen. Aber kurz davor ist er gestorben. Wenn Ihre Diagnose stimmt, Herr Dr. Barthoff. Also hatte der Täter kaum Zeit, noch einmal nach unten zu kommen, das Manuskript zu suchen, zu finden
und wieder nach oben zu gehen. Deshalb meine Frage. So muss das gewesen sein, genau so. Warten Sie, wir sind alle zusammen gewesen. Herr Mathiesen war noch in der Küche. Ich habe nur unsere Gläser weggebracht. Wir hatten vereinbart, die Halle so zu verlassen, wie wir sie vorgefunden hatten. Bartows Vorschlag, wenn ich nicht irre. Das ist richtig, ja. Nur Schlesinger zögerte noch. Nein, nein, ich bin mit allen hinaufgegangen. Ja, das wollen wir eben etwas genauer wissen. Frau Mathiesen, bitte. Herr Kommissar? Ja? Herr Kommissar, einen Augenblick, bitte. Ich komme dann gleich. Wenn ich nicht irre, kommen jetzt nur noch zwei von uns als Täter in Frage. Oder drei. Wieso drei? Wir haben Frau Wöhler nicht erreicht. Aber Frau Wöhler hat doch niemals das Manuskript entwendet. Ach, ich kann mich natürlich schrecklich irren, aber ich glaube, ich kenne jetzt die Zusammenhänge. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Herr Kommissar, das Manuskript hat überhaupt nichts mit dem Mord zu tun. Tja, aber das ist doch verschwunden. Aber nachdem der Mord entdeckt war. Das Spiel geht weiter. Wie sagten Sie, Herr Kommissar? Jeder weiß einen anderen. Es ist kein Spiel, Herr Mathiesen. Nennen Sie uns schon Ihren Mörder. Darf ich? Ja, bitte, bitte. Ich würde ihn nicht Mörder nennen, Herr Schlesinger. Ein Mann liebt eine Frau. Und eine Frau einen Mann. Und dann erträgt man es nicht mehr, betrogen zu werden. Ach, zielen Sie etwa auf mich, gnädige Frau? Wer war es, Vera? Der Täter hat einige Fehler gemacht. Ja, ich meine Sie, Herr Mathiesen. Sie waren gestern Abend nicht sehr glücklich, als Sie merkten, was zwischen Wöhler und Ihrer Frau geschehen war. Ach, hätte ich das sein sollen? Ist das ein Tatbeweis, Herr Kommissar? Wie gesagt, es war nicht das erste Mal, aber das gehört nicht hierher. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, es war eine Affäre wie jeder andere auch. Diesmal nicht. Zum ersten Mal verlangte Ihre Frau die Scheidung. Dieser Nebenbuhler gehörte nicht zu Ihren Kreisen, er hielt sich nicht an die Spielregeln, er war auf das Vermögen Ihrer Frau aus, wie Sie meinten. Aber verzeihen Sie, das ist denn doch zu unsinnig. Abgesehen davon, wenn stimmt, was Herr Bartow gesagt hat, dann habe ich während der Tatzeit gebadet. Naja, das stimmt. Ich hörte Wasser rauschen, als ich draußen auf der Galerie stand. Ja, für ein gutes Alibi ist dieser Trick zu alt. Sie sind doch nicht etwa voreingenommen, Herr Kommissar? Sie waren als Erster unten bei Ihrer Frau. Im Morgenmantel und Pyjama. Ja, ich war mit dem Baden fertig. Und das Wasser lief noch? Ich pflege eine Wanne nach Gebrauch zu reinigen. So einfach ist das. Aber Sie wollten von meinen Fehlern sprechen, gnädige Frau. Außer Wöhlers engsten Bekannten wusste niemand, dass er verheiratet war. Als Herr Schlesinger rief, wir müssen Maria anrufen, sagten Sie, ja, seine Frau. Sie kannten sogar ihren Vornamen. Und später, Maria würde sich nie scheiden lassen. Woher wussten Sie das? Oh, diese Frage habe ich gestellt. Tja, ich hatte mit ihm darüber gesprochen. Gestern Nacht, nicht wahr? Ich bitte Sie, der Abend war lang genug. Sie beschuldigen mich hier eines Verbrechens und kommen mit derart idiotischen Behauptungen. Na, mäßigen Sie sich. Das ist doch wahr. Als wüsste jeder, wann, wo, wer mit wem gesprochen hat. Aber, Herr Mathiesen, Wöhler war während des ganzen Abends nicht eine Minute mit Ihnen allein. Außerdem hätte er Ihnen, gerade Ihnen zu diesem Zeitpunkt, doch nicht Intimes aus seiner Ehe erzählt. Das konnte nur gestern Nacht geschehen sein, nach dem Gespräch mit Ihrer Frau. Ich bitte Sie, das sind doch reine Spekulationen. Mich erheitert die Vorstellung, dass ich hier nachts in Handschuhen über Ehekrisen diskutiere. Oder, Herr Kommissar, haben Sie etwa Fingerabdrücke auf dem Dolch gefunden? Vorsicht, Herr Mathiesen. Außer uns und dem Täter weiß das noch niemand. Vorsicht, Herr Kommissar, vor Kurzschlüssen. Sie hätten den Täter doch sonst längst verhaftet. Sehr gut, ja. Ich spiele gern mit, gnädige Frau. Aber jetzt sollten wir die Farce beenden. Ach, bitte wollen Sie mir nur noch kurz zuhören. Zunächst die Sache mit dem Fenster. Jeder von uns hätte es offen gelassen, nicht wahr? Nach Ihrem Plan musste der Täter im Haus gefunden werden. Also musste das Fenster geschlossen werden. Erst nach dem Mord kam Ihnen der Gedanke, dass Bartow Arzt sein könnte. Ihre Worte, Herr Mathiesen. Und dann fiel Ihnen der Disput von gestern Abend über Dr. Besser wieder ein. Wenn Wöhler den Fall aufgreift und Bartow irgendwie damit zu tun hat, und das sah ja wirklich danach aus, und dann das Manuskript verschwunden war. Ja, dann war ich schwer belastet. Sie haben das Manuskript entwendet, um den Verdacht auf Bartow zu schieben und gleichzeitig von sich selbst abzulenken, denn Sie hatten ja nichts von dem Manuskript zu fürchten, aber das war ein großer Fehler. Ach, das erklären Sie doch bitte mal. Herr Kommissar, Bartow hätte doch Wöhler nur des Manuskripts wegen umgebracht und dann hätte das Manuskript gleich mitgenommen. Er hatte nach dem Mord keine Zeit.
Also? Ja, also musste er es später tun. Aber bitte, bitte. Später konnte er es nicht tun. Ich bin ja mit ihm nach oben gegangen. Nur Sie habe ich nicht gesehen, Herr Mathisen. Aber ich war schon oben. Hatten Sie mich tatsächlich für so töricht, auf einen bloßen Verdacht hin, jemand einen Mord anzuhängen? So töricht war das gar nicht. Nach all dem, was Sie beobachtet hatten. Aber da war noch ein Fehler. Was brachte Sie zu der Annahme, dass Bachtorf im Krieg im Lazarett gearbeitet hat? Tja, es wurde offen davon gesprochen. Aber nur von Ihnen. Sie haben es gesagt. Ich habe es Wöhler gestern Abend erzählt unter vier Augen. Und das war es auch, was er sich notierte, Herr Fresen, als er mit Ihnen sprach. Von dieser Notiz konnte nur derjenige etwas wissen, der das Manuskript entwendet hat. Und das waren Sie, um den Verdacht auf Bachtorf zu schieben. Aber das beweist doch überhaupt nichts. Jedenfalls nicht, dass ich ihn getötet hätte. Das zerfetzt Ihnen vor Gericht jeder Assessor. Ich bitte Sie, Herr Kommissar, machen Sie diesem Unsinn ein Ende. Ich verhafte Sie, Herr Mathisen. Aber Sie machen sich lächerlich. Kommen Sie bitte. Wir hatten es die ganze Zeit vor der Nase, Cohn. Sie waren in der Nacht hier unten. Hier an diesem Tisch. Den Ascher haben Sie eben drüben benutzt. Das ist der Ascher vom Tatort. Den haben wir den ganzen Abend benutzt. Vergleichen Sie doch mal. Nur Sie schieben die Asche immer auf einer Seite zusammen. Frau Korten hatte gestern Abend alle gebrauchten Asche und Gläser in die Küche gebracht. Und später haben Sie alle darauf geachtet, dass nichts mehr verändert wird. Na, Mathisen. Nur wissen, wie ernst es ihm mit Corinna war. Er hat mir ins Gesicht gelacht. Er war ein Dreckskerl. Seine Frau hätte sich sowieso nicht von ihm scheiden lassen. Und Corinna. Er sagte, Corinna interessiert mich nur als... Bitte, ersparen Sie mir Einzelheiten. Er wollte nicht aufhören. Er wollte einfach nicht damit aufhören. Ich packe unsere Sachen, Harald. Tja, Mathisen hat sehr präzise und logisch geschlossen, das muss man ihm lassen. Nachdem der Mord entdeckt war, brachte er die Gläser in die Küche und löschte das Licht. Im Dunkeln und bei der allgemeinen Aufregung fiel niemanden auf, dass er nicht gleich mit nach oben kam. Er ging hierher, nahm das Manuskript, schloss das Fenster und versteckte das Manuskript oben in Wöhlers Zimmer. Nur noch Wöhlers letzte Notiz, den Namen Bartow. Und das Wort Lazarett konnte er lesen. Mehr Zeit hatte er nicht. Dann versteckte er das Manuskript so gut, dass wir es nicht finden konnten. Erst nach seinem Geständnis hat er uns das Versteck verraten. Mein Kompliment, gnädige Frau. Sie haben uns sehr geholfen. Ich habe in den langen Jahren meiner Ehe gelernt, gut zuzuhören. Ach, Herr Bartow, ja. Kommen Sie doch mal bitte. Danke Ihnen, Herr Kommissar. Thank you.
Kommen Sie bitte. Aber ich bitte Sie, bleiben Sie doch mal ausgeschlossen. Die Presse wird gleich sein. Komm, Vera, wir müssen weg. Vera. Ich bin irrsinnig müde. Ich danke dir, Vera. Wofür? Ich hatte dich auch einen Moment lang im Verdacht. Tja, aber du hast über meine Vergangenheit geschwiegen. Warum war dir das eigentlich so wichtig? Du warst doch unschuldig. Wer will das schon wissen? Die Gesellschaft braucht ihr Opfer und macht daraus ein Gesellschaftsspiel. Tja. Leb wohl. Leb wohl, Herbert. Eine heile Welt, Dame. Wöhler hat es doch noch geschafft. Er hat uns heute Nacht gezeigt, wie heil sie ist, nicht wahr?